Das Wort hat der Kollege Dr. Ilja Seifert. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren. Wir reden heute über das Bild vom Menschen, das unser gesellschaftliches Zusammenleben prägt. Ein philosophisches Thema, für manche ein theologisches. Aber wir treffen am Ende eine politische Entscheidung. Welche Erwartungen werden denn geweckt, wenn auch nur der Anschein entstünde, man könne die Geburt eines gesunden Kindes garantieren? Es gibt keine perfekten Menschen. Niemand von uns ist das. Aber das, was hier als medizinischer Fortschritt daherkommt, ist geeignet, Illusionen zu nähren, dass es eines Tages doch so etwas geben könnte wie ewige Gesundheit, ewige Schönheit, womöglich gar ewiges Leben. Das alles ist nicht herstellbar. Ich verstehe jeden Kinderwunsch, jede und jeder, die hier sprachen, sagten das Gleiche. Aber, und das sagte ich bereits in der ersten Lesung, es gibt kein Recht auf ein Kind und erst recht keins auf ein makelloses Kind. Allenfalls, und das ist hier weniger betont worden, gibt es den Anspruch auf Elternschaft. Und deshalb wiederhole ich, Adoptionen sind alles andere als zweite Wahl. Ich wiederhole das hier deshalb, weil mich viele Menschen genau in dieser Aussage bestärkten. Das ist die Alternative, nicht die Vorauswahl im Reagenzglas. Wir brauchen gar nicht weit in die Zukunft zu blicken. Und auch nicht über die Ausbreitung illusionärer Wunschvorstellungen zu spekulieren. Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, PED-Befürworterinnen und Befürworter, eine ganz irdische Frage stellen. Wie wollen Sie allen Ernstes verhindern, dass in gar nicht allzu ferner Zeit, zum Beispiel unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz, auch nicht belastete Paare während der künstlichen Befruchtung eine PID für ihre Embryonen erstreiten? Und weiter, wie wollen Sie verhindern, dass, weil die Zelle nun doch schon mal untersucht, also zerstört worden ist, nicht auch gleich mal nach anderen Erbanlagen gesucht wird, beispielsweise nach Spätmanifestierenden? Und wie wollen Sie allen Ernstes verhindern, dass aus dem Kinderwunsch bald auch Wunschkinder mit speziell geplanten Eigenschaften werden? Die Versuchung ist jedenfalls groß. Sowohl bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, als auch bei Ärztinnen und Ärzten, als auch bei Klinikbetreiberinnen und Klinikbetreibern und nicht zuletzt auch bei potenziellen Eltern. Wenn es uns um das Menschenbild geht, muss ich daran erinnern, welche Schritte logischerweise folgen, wenn wir heute kein deutliches Halt setzen. Ein weiterer Punkt, auf den ich häufig angesprochen wurde, war die Aussage, dass jede Debatte über Präimplantationsdiagnostik die Frage nach dem Wert oder eben auch Unwert menschlichen Lebens stellt, ob wir es wollen oder nicht. Lassen Sie uns also bitte eine Entscheidung treffen, die niemandes Lebens abwertet. Besondere Beachtung, sei es in Form von Zustimmung, sei es in Form von Ablehnung, fand meine Aussage, dass ich Dutzende von Frauen und Männern unterschiedlichen Alters kenne, die angesichts der aktuellen Debatte und der damit verbundenen Erwartungen nichts anderes denken können als, hätte es diese Möglichkeiten schon vor meiner Geburt gegeben, gäbe es mich einfach nicht. Sie, diese Menschen, nehmen die PED und übrigens auch die Auswirkungen von Pränataldiagnostik sehr persönlich. Sie haben schlicht Angst. Angst per Gesetz als nicht nötig
als vermeidbar zu erscheinen. Zustimmung kam von denen, die genau in dieser Lage sind. Sie fühlten ihre Lebensinteressen gegen den Wunsch einiger Paare nach einem genetisch eigenen Kind, nach einem genetisch eigenen gesunden Kind, ausgespielt. Die Ablehnung bestand darin, dass man mir unfaire Stimmungsmache vorwarf, weil ich Emotionen heraufbeschwöre. Ja, dazu bekenne ich mich, diese Debatte ist hochemotional. Heute werden wir abstimmen, auch diejenigen von Ihnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die sich bisher nicht festlegten, werden sich entscheiden. Ich versuche hier, Sie von der Richtigkeit eines vollständigen PED-Verbots zu überzeugen. Deshalb wiederhole ich, niemand bestreitet, dass ein Leben mit schweren Beeinträchtigungen weder sonderlich wünschens- noch gar erstrebenswert ist. Wer aber ein solches hat, für die oder denjenigen gibt es nichts Wichtigeres, weil es nämlich das Einzige ist. Und es hat gute und weniger gute Tage, traurige und weniger traurige Momente, Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse, aber es ist das Leben. Und ich möchte noch zwei weiteren Argumentationslinien in Frage stellen, über die eine mehr oder weniger begrenzte Zulassung der PED befürwortet wird. Da haben wir das Argument, dass es ja nur eine kleine Ergänzung zum ohnehin seit Jahren bestehenden Reproduktionsrecht sei. Zum anderen sagt man, die PED sei in vielen anderen Ländern gang und gäbe. Wir würden also nur den PED-Tourismus derjenigen organisieren, die es sich leisten können. Ja bitte, wieso müssen wir einen Weg weitergehen, von dem wir wissen oder zumindest ahnen, dass er ein Irrweg ist? Mag sein, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die Kraft aufbringen, gemeinsam umzukehren. Aber innehalten können wir. Wir können unsere ethischen Maßstäbe offensiv vertreten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, vor allen Dingen liebe noch suchende Kolleginnen und Kollegen, spätestens seit der UN-Behindertenrechtskonvention wissen und wollen wir, dass Menschen mit Behinderung Teil der Menschheit, Teil unseres gesamten Ichs und Wirs sind. Sie gehören dazu. Und wir wissen, dass noch große Anstrengungen erforderlich sind, ihnen gleiche Teilhabe und freie Persönlichkeitsentfaltung zu verschaffen. Das ist viel besser, diese Bedingungen zu schaffen, als vergeblich zu versuchen, Menschen zu verhindern, die anders sind. Vielen Dank.